War die Jagd erfolgreich? Besuchen uns bald wieder. Nee. Egal, ich hab den Server, den wollte ich haben. Sehr schön. Und ich habe die Goldzähne. Kann ich dem Alten bringen. Mal gucken, was der uns dann gibt. Vielleicht gibt der uns ja Stärke. Ich weiß es nicht mehr. Könnte sein, weil da ist ein Fels in seiner Bude. So direkt nebenan, so zum Ausprobieren. Verstehst du? Was uns dann nichts bringen wird, weil wir haben ja eh ein volles Inventar. Hey! David S. gibt dem Wärter die Goldzähne. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. VM4. 2 VMs in einer Folge. Schaff das mal, ne? Ah ja. Wenn man das geheime Haus findet, dann bekommt man also VM-Surfer. Lustigerweise liegen deine Zähne direkt neben dem Surfer. Was ein bisschen doof ist, so unterm Strich, aber okay. Mew! Ja! Welche Attacke soll vergessen werden? Aber weißt du, also so theoretisch das Metronom brauche ich gerade nicht wirklich. Weg ist es. Was tust du da? Na, Sachen. Mew, Stärke. Haha. Du kannst keine weiteren... Egal. Aaron, fliege uns mal nach Fuchsania City. Auf jeden Fall muss ich jetzt nach der Aufnahme mal das ausprobieren für die nächste Aufnahme. So viele Sachen, die ich schon wieder gekriegt habe dieses Mal. Herrlich. Das heißt, jetzt nerv ich euch erstmal eine Weile. Mit PC-Management. Ablegen. Welches möchtest du ablegen? Ja, nö, also, TM3. Achso, die Lagerkapazität. Ich kann also gar nichts mehr machen. Sie zwingen mich, etwas zu tun, was ich sonst nie getan habe. Nein, Mew. Zerschneider. So, Items. Was haben wir denn hier Feines an Items? Was war TM3? Schwertanz. Okay, zu vernachlässigen. 31. Mimikry. Zu vernachlässigen. 46. Psywelle. Behalten wir. Toxin. Naja, behalten wir auch. Doppelteam. Okay, 32 kann auch weg. Ich möchte nichts kaufen, ich möchte was verkaufen. Nur 1000, ey, für eine TM, sag mal. Aber sonst hast du noch alle Latten am Zaun, ja? So, Hyperballschutz, Hypertrank. Hier hast du 2 Hypertränke. Top-Genesung. Hier brauche ich wahrscheinlich gleich und werde mich dann extrem ärgern, dass ich es nicht mehr habe, aber egal. So. Man stellt sich natürlich immer die Frage, ist man jetzt schneller zu Fahrrad oder schneller zu anders? So wahnsinnig wichtige Items wie den Türöffner kann ich jetzt wahrscheinlich nicht ablegen, ne? Na
Warum auch? So, was möchte ich denn jetzt? Ach nee, ich möchte erstmal was aufnehmen. KP Plus, 4 Stück, bitte. Nein, die Angel kannst du gleich wieder hinlegen. Den Äther hätte ich gerne mitgenommen. Genauso wie das Gegengift, 2 Stück. Den Top-Äther. AP Plus? Nee, noch nicht. Eisen. 2 mitnehmen. Kann keine mehr tragen. Gut, in dem Fall würde ich gerne die Angel ablegen. Und jetzt das Eisen aufnehmen. So, Item. Eisen. Wem gebe ich es denn? Jemand, bei dem es noch einen Effekt hat. KP Plus. Das kriegt Lunterion. Ganz einfach, weil der wahrscheinlich gegen Ende jeden einzelnen Kraftpunkt brauchen kann, den er kriegen kann. Sehr schön, wieder einloggen. Falscher PC. So, die VM4 kann ich ablegen, die brauche ich hier nicht. Kann ich den wahnsinnig wichtigen Türöffner ablegen? Ja! Detektor benutze ich eigentlich sowieso nie, aber lassen wir noch dabei. Das Telescope brauche ich wahrscheinlich auch noch. Meisterball, den kann ich eigentlich ablegen. Bevor ich ihn aus Versehen benutze. Den Detektor lege ich auch hin. Münzkorb könnte ich auch mal ablegen. Den nehmen wir dann mit, wenn wir wieder spielen gehen. Nehme ich mal die ganzen TMs mit und gucke nach, ob die irgendwie noch brauchbar sind. Mal gucken, wie viel ich davon tragen kann. Nein, lass mal. Merken, bis bei Themen 10 waren wir schon. Also, was haben wir denn da Feines? TM39, aktiviert Herzsternschauer. Ja, den behalten wir. Wobei, warte mal, gib mal her. Lee, kannst du Sternschauer lernen? Sehr schön. Und zwar am besten Silberblick dafür vergessen. Ja, danke. TM4 aktiviert, sie enthält Wirbelwind. Nee, muss nicht sein. TM12 aktiviert, sie enthält Aquaknarre. Lee! Du willst da bestimmt Aquaknarre lernen, ne? Agilität brauchst du eigentlich gar nicht.
Geduld. Na, Geduld legen wir mal ab wieder. Donnerwelle kann weggeschmissen werden. So, also 34 merken wir uns mal. Schaufler. 34, 28. Nein. Also 34. Und die 28. Was ich auch ablegen wollen würde, wäre die 46. Und die 6. Aufnehmen. Wir waren bis CM10 gekommen, ne? Genau, hier haben wir es. Und dann die TM2. Dann soll ich es dann erstmal lassen, nachdem ich die durch habe. TM10 aktiviert. Sie enthält Risikotackle. Ja, nee, braucht man eigentlich nicht so. TM2 aktiviert, Klingensturm, okay. Dann verkaufe ich jetzt die TMs, auch wenn mich dafür wahrscheinlich jeder hassen und foltern wird. Aber es ist ja eh nur ein Let's Play-Spielstand, von daher. Wahrscheinlich ist es in dem Fall auch wirklich das Schlauste zu tun, irgendwelche Items zu verkaufen, die man nicht wirklich braucht, aber ich bin halt Sammler, weißt du? Wenn ich alle TMs haben kann, dann will ich auch alle TMs haben. Das ist so ein Ding, das fällt mir nicht leicht, den Kram hier zu verkaufen. Also wenn ihr gerade am Ausrasten seid, weil ich einfach so die TMs verkaufen gehe, seid euch dessen bewusst, es tut nicht nur euch weh, mir auch. Oh, Alter, du gehst mir mit deiner Menüführung langsam auf den Sack. So, TM4, weg damit. TM45, weg damit. Ist ja nicht so, als würde ich das Geld für irgendwas brauchen, nein. Ist einfach da. Und wird nicht weniger. Wie, du gibst mir für den Top-Eder nichts? Kann ich den auch behalten? Für den Ether gibt er mir auch nichts. Top-Beleber behalte ich lieber. Schutz, naja, will ich den verkaufen? Eigentlich nicht so. Ne, ich glaube, Schutz brauche ich noch später. Den Grund, warum wir das gemacht haben, habe ich fast vergessen. Ich wollte gucken, was das hier ist. Mew Stärke. Und Lee, tausch mal bitte mit Aaron den Platz. Na toll, ich habe einen Sonderbonbon gefunden. Hurra! Wenigstens nach oben, so. Jetzt bin ich am Überlegen, welchen der beiden Wege gehe ich denn jetzt am besten? Also nicht, dass es wirklich irgendwie funktionieren würde, wenn ich euch jetzt frage, welchen Weg wir gehen, weil ich sowieso wieder aufnehmen werde, bevor wir an dem Punkt angelangt sind, aber so rein rhetorisch kann ich ja mal fragen, wollt ihr lieber diese Route hier nehmen? Aaron?
Oder würdet ihr es besser finden, wenn wir die Route hier unten nehmen? Im Prinzip, die beiden nehmen sich nicht großartig etwas. Denn wie man vielleicht sieht, führt beides im Endeffekt nach da unten. Mir fällt aber gerade ein, was wir mal machen können. Vorher woanders vorbeischauen. Da kann Lee vielleicht noch ein bisschen trainieren, weil sie stärker sein müsste als alles, was da rumkreucht. Andererseits würde ich da jetzt auch nicht so groß mein Maul aufreißen, weil ich ja weiß, es kommt meistens eh anders, als ich geplant habe. Von daher, wir werden sehen. So, Ah ja, Mew hat den Zerschneider. Siehst du, dann habe ich euch jetzt gefragt, wo wir lang gehen und mache jetzt erstmal was anderes. Und wer will, kann sich ja versuchen, in der Zeit zu entscheiden. Pokémon! Teratox Surf. So, viel dazu. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nö. Und? Nö. Pokémaniac möchte kabeln und setzt Rehorn ein. Level 30. Ach du Scheiße. Lee, kriegst du das hin oder eher nicht so? Versuch's mal mit der krassen Aquaknarre. Aua. Siehst du mal, Lee bekommt Punkte. Zum Pech nur, dass die Hornattacke von einem 6 Level stärkeren Viech abgelassen wurde. Sonst hättest du ihn einfach in den Boden gestampft. Das ist übrigens ein Schlurp, falls einer wissen wollte, gegen was wir das Viech tauschen sollten. Also das Lamos, was wir dafür kriegen, so ein hässliches Etwas kriegen wir dafür. Superschall, ja? Psycho! Ich war fast eingepennt. Naja, macht nix. Ja, toll, danke. Kraftwerk. Das hier ist das E-Werk. Wunderbar, ne? Schon lange nicht mehr in einem Gebäude gewesen, wo irgendwelche Rocket-Musik kommt, ne? David hat Carbon gefunden. David S. hat kein Carbon gefunden, sondern einen Voltoball. Habe ich eigentlich schon einen Voltoball? Weiß das was? 45? Teratox. Ich dachte, die vier sind hier mal besiegbar. Damit rechnet doch keiner. Mega Hieb. Ja, mach doch mal Lichtschild, das ist, glaube ich, ganz gut. Hyperball, Flieg und Sieg! Wunderbar, Voltoball wurde gefangen. Voltoball wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Jetzt habe ich den vergessen vorzulesen, aber egal. Denn ich gehe jetzt hier sowieso wieder ganz schnell ganz rückwärts raus, denn ich habe keine Lust, mich mit 40... Level starken wilden Viechern anzulegen. Magnetilo.
Los, Lee, den schaffst du. Sternschauer. Sternschauer! Au. Ey! Du hast meiner Schlange wehgetan. Du hast eine Chance, in diesen Ball zu kommen. Die Box ist voll. Na, so ein Pech für dich aber auch. Schlitzer. Na, immerhin ist Mio auf Level 39 gelandet. Ich muss also auch die Pokémon-Box wechseln. Gut zu wissen. Ich komme später wieder. Das war jetzt mein grandioser Ausflug nach hier. Schwester Zoe, mach meine Schlange ganz! Sofort! So, dann will ich doch erstmal ein Beerus PC. Box wechseln. Box 3. So, dann würde ich gerne an David S. PC. Aufnehmen. Das Bootsticket. Dann mache ich zumindest noch das, bevor ich mich hier verabschiede. So. Hey, willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? DWS zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Die werden mittlerweile schon theoretisch längst abgefahren. Hätte ich nicht so grandios mich auf diesem Schiff besiegen lassen. Von diesem einen Penner. Tja, jetzt, wo wir hier sind und über die Attacke Surfer verfügen. Wer mal das Schiff von außen sehen wollte, ne? Und wer mal sehen wollte, dass das Schiff im Prinzip nirgendwo hinschwimmen kann, weil ja alles abgedeckt ist mit irgendwelchen Bojen. Was aber auch vielerorts kursiert, sind Gerüchte um diesen Laster hier, ne? Denn das ist der einzige Laster, glaube ich, im ganzen Spiel, den man überhaupt finden kann. Und viele Leute meinten, dieser Laster, unter diesem Laster steckt Mew. Das heißt, hätten wir nicht schon einen Mew, wäre das was voll Tolles, aber wir haben einen Mew. Und wenn man Stärke benutzt an dem Laster, dann soll man den Laster verschieben können. Und dann würde ein Mew erscheinen. Wie ihr seht, ich kann schieben und drücken und ziehen, wie ich will. Da passiert nichts. Schade. Teratox Surfer. So, komme ich jetzt eigentlich wieder rein? Ja. Cool. Ich kann hier immer hinkommen. Das ist ja cool. Ich könnte das Schiff jetzt auch abfahren lassen, aber es wird, glaube ich, eine der letzten Sachen sein, die ich überhaupt mache in diesem Let's Play. Das Schiff abfahren lassen. Weil, warum nicht? So, was mache ich jetzt? Nach Alabastia fliegen. So. Und in weiser Hoffnung, dass ihr diesen kurzen Weg wählt, damit mal schnell ein bisschen Action ist, würde ich mal sagen, als dann, bis dann.